Jo, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu der Schatzjägerrunde. Ich bin hier nochmal weiter durchgegangen und habe jetzt nach langem Rumlaufen hier dieses Symbol entdeckt, meine Kamera, mein Kamerasymbol, wie auch immer, und damit die Pflanzen. Ja, Quickwork. Und jetzt kann ich also ein Foto machen. Ich muss noch dichter ran. So, jetzt hier. Okay. Das haben wir, aber dann fehlt ja noch eins irgendwo. Ich lasse den Schatz jetzt einfach mal Schatz sein. Ich will die Blumen hier finden. Bin um die Mauer sozusagen außen rum gelaufen. Nochmal diese Wege und sowas und ja, irgendwo muss doch hier noch eine Blume sein, damit diese Aufgabe hier, die Mission, abschließen kann, sozusagen. Dann gucke ich hier noch mal. Irgendwo muss es ja sein. Ach, hier ist wieder dieses, genau, Laufdingen. Quick, quick. Nein, ich will das noch nicht machen. Hier war ich auch schon des Öfteren durch. Ja. Aber irgendwo habe ich noch nicht nachgeguckt. Ja, piep du mal hier. Ja, es piept schon wieder bei mir. Ich bin so ein Piepvogel. Haha. Signalvogel, oder wie auch immer. Mann, wo ist denn diese Pflanze hier, ey? Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Radadadam. Viel Sand. Jetzt zeigt dieses Symbol irgendwie nach unten, aber nein. Da weiß ich jetzt im Moment gar nicht, ist das jetzt das Symbol für die Pflanze oder ist das der Startpunkt oder sowas? Meine Güte. Also. Dieses Rumsuchen nach dieser einen bestimmten Pflanze, ey. Wo mag die denn sein? Ich war doch eigentlich schon überall. Oben auf der Burgruine, dann irgendwie daneben, dahinter, davor. Darunter geht nicht. Ich war in diesem komischen Dorf da, oder was da ist, wo diese Hütten sind. Ja, wo kann denn noch was sein, sag mal. Oder vielleicht die Blume gar nicht mehr da, hat einer gepflückt. Vielleicht warst du da sogar hier vor deinem Fernseher oder. Nee? Dachte. Naja, egal. Hier sind aber auch viele Wege, ey. Und welche, die man gar nicht entdeckt oder so vielleicht. Haha. Guck, guck, ja. Mann. Muss ich hier irgendwie weit nach hinten laufen oder was, ey? Nee, hier ist ja auch nichts. Nur Steine und Felsen und überhaupt. Das ist auch ein Symbol, hey. Mein Alter. Du bist aber hier gut versteckt, ey. Halleluja. So, Kamerasymbol. Und Quest abgeschlossen. Okidoki. So, dann lass mal Luki Luki machen hier, was denn hier unter der Erde ist. Ich tippe doch mal auf den Nagel. Nein. Dann muss ich wieder nach oben. Hier unten ist nichts. Nein, da runter. Mann, ist so ein kleiner Spielraum hier, ey. Nee, nach unten nicht. Und nach links nicht. Und nach rechts nicht. Aber wo ist das denn, Mensch? Nee, da geht's auch wieder weniger.
Da. Oh. Da war es auch ein. Jetzt geht wieder runter. Jetzt da. So. Und? Nagel? Und? Und? Nee. Wie eine alte Patronenhülse hier. Da war mal irgendwie ein Jäger unterwegs oder was? Okay, wer da lesen will, kann hier auch Stopp machen. So, okay, ey, meine Katze hier. Juckig. Da ist das noch ein Symbol. Aber das stand doch eben von dran. Hier haben wir so ein abgeschlossen, ich was gesagt hier. Seltsam. Da mache ich da auch nochmal ein Foto von. Warum auch immer. So. Gut, mehr Aufgaben gab es jetzt hier im Moment auch nicht, so viel ich weiß. Ich sollte nur Fotos machen und einen bestimmten Schatz suchen, muss ich es nicht unbedingt. Ja, genau. Piep, 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 piep und so. Also. So eine alte Burgruine oder so, mal in echt irgendwie erkunden. Das kann auch Spaß machen. Ich hab's noch nie gemacht. Denn hier gibt's keine alten Ruinen. Haha. Bin ja selbst eine. Nee. Man könnte so weit oben auf dem Berg eine Toilette hinbauen und das Rohr nach unten verlegen, dass das dann alles nach unten läuft, dass man nicht aufziehen braucht. Ja, und dann da ins Wasser rein. Ja. Aber auf so eine Idee kommt ja keiner, nur ich. Ne, man kann auch nicht hier runterspringen oder runterrutschen wie in irgendwelchen anderen Spielen. Ha. Karte gucken hier. Ja. Das alte Schloss hier. Naja. Die kürzeste Route finden. Ach, da muss ich ja. Nach dieser Fahne wieder hin, genau. Und laufen. Aber wie rum soll ich denn laufen? Und welcher Weg überhaupt hier? Der Burgweg. Ha. Nicht Borgweg, nein, ein Burgweg. Ja, soll ich es noch machen? Soll ich es nicht machen? Nochmal gucken? Ja, ne? Warte nicht, die eine Minute oder wie lange das da dauert. Guck mal, ist das von hier. Ich laufe mal in die Richtung. Wenn hier der Weg irgendwie so und so lang geht. Ich kann es am. Ach, nur 40 Sekunden nur. Holla, die Warte, irgendwo läuft das hier. So, der Weg geht hier lang. Hier lang. Ich gehe mal hier hoch. Oh Gott, keine Ahnung. Ist das jetzt der kürzeste Weg hier? Oder hätte ich den anderen Weg gehen müssen? Ich weiß es nicht. Hier durch. Ach, okay, das war's. Gut, das war der richtige Weg und auch der kürzeste, nehme ich dann mal an. Hahaha, ich hab's gefunden. Ich hab natürlich gewusst, Mann, ich hab das gewusst. Ja, sicher doch. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich reise jetzt zurück ins Büro, gucken mal, was dann als nächstes für ein Auftrag kommt und dann, ja, sag euer Zelda-Fan, macht ihr noch einen schönen Tag, schönen Abend. Oder was auch immer. Und dann bis zur nächsten Schatzsuche, ne? Oder Aufgabe, je nachdem. Bis dahin, mach's gut. Und dann sage ich, bye bye.